willkommen auf dem Weg zum nächsten Tür-Dungeon. Ich habe ein bisschen geshoppt, wie ihr seht. Ein bisschen. Wir sind hier am Aquädukt, wo wir mal gekämpft haben. Und ja, ich zeige euch mal gerade hier. Ich bin Level 100. Ich bin einmal schlafen gewesen, dreimal für Erfahrungspunkte und jetzt Level 100. Und wie ihr seht, das ist nicht das Maximum-Level. Es geht höher als wie 100 in dem Spiel. Das ist das erste Final Fantasy, wo das ist, lustigerweise. Allerdings, ab Level 100 braucht man sehr viele Erfahrungspunkte. Das sieht man ja schon. Es ist über die Hälfte voll. Ich brauche noch immer 200, 300.000 bis zum nächsten Level ab. Ja, das wird ein bisschen dauern. Aber zurück zum der Tür hier. Die ist ein bisschen gut versteckt beim Aquädukt. Wie gesagt, ich bin hier wegen dem Bosskampf. Da war ja diese Tür mit diesen vier Schaltern. Die bleibt zum Glück offen, also das müsst ihr nicht nochmal machen. Hier in der Ecke ist eine Leiter. Da geht man runter. Und dann kommt man Richtung der Tür, wo ich hin will. Ja, ich habe mal kurz was gegessen auch, aber der Buff ist schon fast weg, wie man sieht. Leider. Naja, der Dungeon sollte lang genug sein und apropos lang genug. Falls dieser Dungeon extrem lang ist, also so wie der letzte, oder noch länger, weil ab jetzt hört der Spaß auf, werde ich für euch das vorspulen. Also, damit ihr Bescheid wisst, dass da ein bisschen Speed drin ist heute, eventuell mal gucken. Also wenn ihr euch was vorlesen müsst, dann natürlich nichts, kein Speed, ne? Ich will nicht wie ein Quietschhähnchen klingen oder wie ein Chipmunk. Obwohl, lustig wär's trotzdem. Wir sind an einer versiegelten Tür. Ja, da sind wir. Der Schatten von Grestholm. Die vorletzte Tür, so nebenbei. Die letzte war schon ziemlich lange. Wie lange hat die gedauert? 3 Stunden? War schon ziemlich heftig gestern. Ich habe natürlich eine Pause gemacht. Ist ja klar. Nach 3 Stunden zocken. Oder sogar mehr. Ne? Ich glaube, ich habe 6 Stunden oder so aufgenommen, locker. Ich habe ja alle Türen in einen Durchzug gemacht, bis zur letzten, die wir hatten. Es war ein Spaß. Ha, offen, ja. Nichts wie los. Und ich hoffe, dieses Mal ist es nicht so lange, aber... Ja, so wie ich mich erinnern kann, da gab es einen Dungeon, der war... kein Spaß, was die Länge anging. Let's go, Grestholm. Der Schatten von Grestholm. Neue Gegner, Fragezeichen? Jupp, neue Gegner. Diesmal gebe ich die Befehle. Sieht ein bisschen aus wie, auch für mich verständlich. Wie nennt man das? Krokodile. Hui. Ach, der Ring macht gerade mehr Schaden. 4000. Kann niemand das Licht anknipsen? Schwere Schuppen hinterlassen, die. Was ist das? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Jetzt da bin noch? Ich aber gespannt. Pfeffer, Ingwer, Korallenteufelflosse. Okay, Ignis, warum hast du das schon nicht früher gekriegt, dieses Rezept? Ich frag lieber nicht. Da Gesicht zurück. Da sind wir hergekommen. Diesmal ist der Dungeon allerdings wieder ein bisschen dunkler. Der letzte wäre ja schön hell. Aber der hier ist eher so. Ja, mach mal das Licht an. Und? Guten Tag, lieber Killerwespen. Ich habe schon im letzten Dungeon ein bisschen genervt. Ist nicht so, als wäre es hier genauso. Ne? Ich kann zwar nicht instant so den Ring, aber der Ring macht mehr Schaden als wie jede Waffe gerade. Und zwar wirklich wie jede. Putzi! Mitnehmen. Schönen 10.000 Erfahrungspunkte. Die brauche ich auch, wenn ich auf Max-Level kommen will. Was das Max-Level ist, ich werde es euch eventuell zeigen. Wenn ich es nicht hinkriege, werde ich es natürlich sagen. Aber jetzt noch nicht. Noch nicht. Erst wenn es soweit ist. Ja, zu Hause? Ja, da ist jemand zu Hause. Nämlich mehr Korallenteufel. Leichter geht's nicht. Wenn ihr Teufel sind. Wo ist denn der Oberteufel? Ja, links und mit rechts ein guter Baum. Vorwärts. Jo. Sperrschuppe, entweder die Banknote. Hier werden wir alles mitnehmen. Wie gesagt, ich hoffe, der Dungeon ist nicht allzu lange. Mehr Korallenteufel? Nur 2? Solange sie im 2-Pack sind, sind sie fein. Boing. Super schwere Schuppen. Also der Dungeon ist eigentlich auf Level 90 herum und oh. Ich konnte das gerade nicht aufheben.
weil ich voll bin. Was wollte ich gerade sagen? Ah, stimmt, aber die Gegner sind hier Level 60. Lustigerweise, bis jetzt im Moment. Ist das eine Sackgasse? Ich habe das jetzt nicht ganz aufgepasst. Yep. Fängt ja gut an hier. Kaum drei Stockwerke oder so. Und nur schon bin ich um den ersten Sackgasse. Das heißt, hier gibt es einen anderen Weg. Wartet. Hier nicht. Das heißt, noch eins hoch. Habe ich ja was übersehen? Nope. Das muss ich wieder aufpassen. Beim letzten Dungeon war das so schön. Kaum Abzweigungen. Dafür war er extrem. Habe ich schon extrem gesagt. Extrem lange. Oh, immer schön umgegangen. Ja, da ist die Abzweigung. Gut, dann gehen wir da lang. Wartet. Da geht's hoch. Wartet. Eins. Oh. Ah, rechts rum. In die Ecke. Okay. Ja, da war ich noch nicht. Guten Tag. Warum seid ihr Level 60, liebe Gegner? Ich hab nichts dagegen, oh boy. Frag mal. Autsch. Der hat mich angespuckt. Böse. Der schnappt ja richtig hier. Tschüss dich. Auch wenn ich extrem viel aushalte, man sollte trotzdem aufpassen. Was gibt's denn hier Schönes? Ein Chromstück. Ein Krümchen, Stückchen. Und jetzt geht's schon tief runter. Oh yeah. Ja, es werden wieder Wetten angenommen, welcher Endgegner hier drin ist. Oh, eine Schlange. Wie oft denn noch? Lassen wir die Waffen sprechen. Was dann? Angriff! Ja, du, Schlange. Das ist ja schon lange mit der Schlange. Nicht zerquetscht werden, nicht zerquetscht werden, nicht zerquetscht werden. Happy! Ja, die fällt einiges aus, die Gute. Wow, wo bist du denn? Autsch. Ah, die Schlange, die mag ich nicht. Na dann, let's go! Das Limit macht jetzt übel Schaden. Also schon vorher, aber jetzt noch mehr. Yay! Die hält was aus! Und zwar der. Ich beschwere mich jetzt nicht mehr weg im Level hier, ja? Huia! Mach sie fertig! Oi. Also mehr so ist, dann muss ich wirklich vorspulen. Für euch wird das dann natürlich instant sein, seit habt ihr. Und jetzt in ein flauschiges Hotelbett fallen. Ich kann das nicht aufheben. Aber ich kann eins einsetzen. Radio, nichts für ungut, aber heute kein Zelten. Und dann aufheben. Oh. Superelixier. Ein Superelixier. Und ja, wir werden. Werden doch zelten, Noctis. Tut mir leid, aber wir werden zelten müssen, früher oder später. In dem Dungeon werde ich damit anfangen, sobald hier so ein Rastpunkt ist, ihn auch nutzen. Jetzt ist es mit dem Erfahrungspunkt nicht mehr so wichtig für eine Zeit lang. Man könnte jetzt wieder farmen, aber auch da gibt es bessere Orte. Schwierig im Dunkeln zu zielen. Ach, zielen! Einfach Ring hinhalten und tut! Aufheben. Was haben wir hier Schönes? Vorwärts. Ja. Jo. Eine Silbermünze. Wieder so tief runter. Ich habe nichts dagegen, wenn es so schnell tief runter geht. Solange es nicht allzu tief ist. Sie ist kommen. Irgendwann sind wir im Erdkern. Oh, wieder eine Schlange. Wirklich? Schon wieder? Ja, schon wieder. Ab, ab. Wirkung eines Toxins.
Ah, das Toxin, ja, stört mich aber nicht. Und ich glaube, da bin ich wieder Ignis. Das stört mich nicht. Ich habe sehr viele Supertränke. Oh yeah. Komm her, du Schlange! Woohoo! Ich bin noch vergiftet, das hält ganz schön lange, wie ich das sehen darf. Sehr schön, weg damit. Dankeschön. Oh yeah. Ignis, hau rein. Juhu. Juhu. So muss das. Ah, am Boden. Nice. Leihorn. Auf, Blödsorn. Eieiei, jetzt weiß ich, warum hier so das Level, sagen wir mal, vorgeschlagen wird. Der Rettus kommt früher rein. Ist auch nicht empfehlenswert. Also mit niedrigen Level. App. Musst du ja auch so reinhauen? Ja. Ein Finalexi. Klar, du könntest du mehr davon finden. Das wäre toll. Ein Megadrank. Wir leben noch. Das muss gefeiert werden. Wir werden wieder feiern. Prompto, keine Sorge. Früher, später. Hallöchen. Komm rein, Teufel. Ja. Zack. Reicht eine Minute? So lang brauchen wir. Ja, so lang brauchen wir nicht, Claudio. Wir brauchen weiter geht's. Kürzer. Ja. Ja. Elixier ist ja gegeben. Ah, brauche ich gerade nicht. Brauche ich nicht. Noch nicht zumindest. Aua. Kein Grund, mich hier zu kopieren, anzustechen und was weiß ich alles hier. Geht alle bitte in die ewigen Jagdgründe, das wäre nett. Dankeschön. Vergiftet. Verwirrt. Ah, die Zustände geht hier los. Finalexier. Da geht's nicht lang. Ups. Moment. Falsche Richtung. Und da sage ich schon, da geht's nicht lang. Moment. Ist das wieder eine Abzweigung? Noctis, könntest du mal bitte aufhören, bitte, mit deinen Vergiftungen? Dankeschön. Ja, ist wieder eine Abzweigung. Ich nehme diesen Weg. Der ist gerade am nächsten. In die Höhle, da müssen wir gehen. In die tiefe Hölle, da müssen wir hingehen. Ja, der packt es an. Ja. Ja. Ja, verrüstetes Metallstück. Weitere Korallenteufel. Die noch nicht kämpfen. Jetzt wollen sie kämpfen. Ja. Yep. Oh, da mal was schön war. So eng hier. Kann mein Schwert kaum schwingen. Pass auf, dass du nicht uns triffst. Sackgasse. Aber sowas von, wir hatten das damit jetzt nicht gerechnet. Hust, hust. War aber klar, dass es das zweimal nicht dasselbe Weg ist. Nicht so schlimm. Dafür kann man ja ein bisschen zurückgehen. Ja, da wären wir wieder. So, da geht's weiter hoch. Da will ich nicht hin. Geh mal auf die andere Seite. Wenn es die auch nicht ist, dann gibt es ja nur noch eine Möglichkeit. Guck, guck. Na ja. Auf geht's. Vielmehr interessant, wie lange passiv die sind. Hey! Und tschüssi!
Das haben wir Schönes. Vorwärts. Ja. Eine Phönixfeder. Ja gut, das kann ich nicht aufheben. Bin nämlich voll. Okay, ich glaube, ich bin richtiger Weg gegangen, weil hier ist zu. Auf das kann man sich auch nicht immer verlassen. Ja, auf diese Gitter. Leider. Ah, erster Rastpunkt. Wir hier campen? Ja, machen wir gleich, Claudio. Wir campen hier gleich. Bitte aufheben. Ein mystischer Stirnreif. Was haben wir denn schon? Ja, mystischer Stirnreif. Ein mit zahlreichen kostbaren Juwelen besetzter Stirnreif. Erhöht die Magie um 250. Ja, moin. Das ist viel. Das ist ordentlich viel. Los zu lesen. So hoch der Wall sein mag, er vermag nicht alle Gefahren abzuwehren. Die zähesten Feinde und die schnellsten Pfeile werden ihn überwinden. Solange es Himmel und Erde gibt, können wir die Natur nicht bezwingen. Der garstige Wurm, der den Wald durchdrungen hat, haust nun in der Ostim-Enge und hat bereits Hunderte zu Stein verwandelt. Gelingt es ihm, die Luzianer-Meerenge zu überqueren, sind die Menschen hier ihm ausgeliefert. Einem schwachen König wie mir bleibt keine Wahl. Ah, das ist so eine Andeutung, was auf uns wartet. Und jetzt erst einmal rasten. Hä? Ihr wollt hier echt übernachten? Ja. Wo denn sonst? Wo denn sonst? Gutes Einwurf, Claudio. Ding, ding. Vor lange nicht mehr gemacht, Rast gemacht, mitten im Dungeon. Das ist was anderes. Und das Coole ist, man kann hier kochen und ich nehme irgendwas mal aus unten. Was haben wir denn Schönes? Kommando-Boost, Angriffskraft 120, 180. Das wäre aber nicht schlecht. Also wer crazy ist, nimmt das hier. Das würde ich nicht empfehlen, das ambrosische Stinke-Tofu. Wenn ihr das kocht, viel Spaß beim Sterben. Haben wir schon Schönes. Aber bevor ich jetzt ewig rumsuche, nehmen wir einfach das mit den Tacos mit Angriffskraft plus 180. Oh yeah. Das sollte unseren Angriffen so richtig Wumms geben. Auch den normalen Angriff, nicht nur den Spezialangriff. Oh yeah. Dann let's go. Ja, das ist nix. Das ist literally nix, was man hier kriegt. Was so cool ist, man kriegt hier Bilder unten. Ich hatte vorhin ein schönes, das habe ich mir sogar gespeichert. Werde ich euch eventuell auch zeigen. Mal gucken. Dann weiter Schönheit da in den Dungeon rein. Gehen wir. So, los geht's. Von? Abmarsch. Ja? Noctis, ich bin fertig. Komm rüber. Ja, ich habe mal das mit den Waffen gemacht, dass die geupgradet werden. Dass das jetzt fertig ist, ist ein bisschen spät. Mein guter Sid. Den letzten Dungeon waren ja 3 Stunden und da hat er nie angerufen, der Gute. Naja, hängt doch davon ab, wo man ist und wo man sich ausruht. Ein Seeteufel! So, jetzt habe ich nicht HP, aber einen ordentlichen Angriff. Wenn ich ihn nutze, so bald. Das wird schon früher oder später passieren. Ade. Yeah! Putz! Der Ring hat nicht sehr viel mehr Angriff, aber unser normaler Angriff, der wird reinhauen. Das werden wir schon früher oder später sehen. Das ist hier eine gute Hilfe. Weitere Seeteufel. Oh, solange es 2 sind, ist es fein. Geh weg! Du meinst? Und geh weg, Numero. Autsch! 2! Danke fürs Loslassen. Dafür gehst du drauf. Jetzt aber. Meine Güte, ich stelle mich hier wieder an. Eine Gelenkmünze, eine weitere. Ah ja, ich vergesse andauernd, diesen einen Typen aufzusuchen, der die sammelt. Ja, spätestens nach dem letzten Tanzen werde ich es machen. Oder Dungeon. Das hier ist ja der vorletzte. Wenn man alle durch hat, bekommt man sogar etwas dafür von der alten Dame, wo wir diesen magischen Schlüssel herbekommen haben. Sehr magisch! Putz! Nee, diesmal nicht, mein Guter. Diesmal nicht. Oh, da ist noch einer. Hat er gar nicht gesehen. Tut mir leid.
Putz! Den habe ich wirklich gar nicht gesehen gerade. Gehen wir! Bitte ich weiter sagen. Ah, tief runter, tief runter, tief runter. Bis jetzt sieht der Weg gut aus. Nur ein, zweimal. Oh, woanders hin. Und das hier ist eine Geiergröße. Das geht nicht, ne? Nicht gut. Na dann. Schaden machen! Eine riesige Kröte. Geierkrötenöl. Ach, da haut sie sie um. Kann ich gut verstehen. Nach einem Limit mit 180 Angriffskraft plus, da haut sie mich auch um. Definitiv. Ich dachte, das ist eine Sackgasse. Nee, ist es nicht. Da geht's weiter. Na, ihr zwei? Oder drei? Zack. Und du auch. Zack. Vielleicht eine Minute. So lang brauchen wir das. Ja, ich kriege gerade sehr viele Sachen. Bin ich gut. Und auch FP. Apropos, wie viel habe ich? 103. Oh, das ist gar nichts. Das ist literally gar nichts. Das denkt man, das ist viel? Ist es nicht. Das hat das schon bei. Das wird ein Kinderspiel. Ah, okay. Da habe ich angeknabbert. Schon wieder. Der zieht ihn nicht so. Dankeschön. Alles mitnehmen. Finalelixier. Also Finalelixiere nehme ich sehr gerne. Die werden wir früher oder später brauchen. Und zwar alle. Und das ist kein Witz. Apropos, wie sieht es mit der Magie aus? Ich habe da nichts gesammelt, ne? Nicht wirklich. Also, irgendwann wird hier alles voller Blitzke sein. Irgendwann. Hoffentlich bald. Ich muss sie ja selber sammeln. Für euch schneide ich das, ja. Aber damit du wisst, worauf ich hin will, ich will nur Blitzke haben. Nur Blitzke. Aus einem sehr bestimmten Grund. Gehen wir! Ja. Ja. Damit ihr schon mal vorbereitet seid. Da kommen dann ein Haufen Blitzke rein. Huhu, ich freue mich schon drauf. Und dann wird so richtig gebritzelt. Zweite Raststation? Nee, noch nicht. Oh, wow, 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 wow. Jetzt wird es ernst. Hallöchen. Was bist du, ein Riesenpferd? Auf jeden Fall hat es eine hohe physische Verteidigung. Dann merke ich das ja, ich mache kaum Schaden, obwohl ich diesen lustigen Boost habe. Wow! Das heißt doch nicht, dass du mich umkullern musst! Autschi, 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 autschi. Gut, dass ich genug Tränke habe. Hep! Also so einen Gegner hatten wir noch nicht, glaube ich. Kann mir jetzt wirklich nicht dran erinnern. Ignis, heiz ihn ein! Ignis? Da hat irgendwie gerade gar nichts gemacht. Das passiert selten. Das ist ein Bug. Ja, ich kenne den Bug, aber der passiert so selten. Ist nicht erwähnenswert. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich ihn im Let's Play hatte. Auf Alaris. Wupp, wupp. Erstmal ordentlich reinhauen! So, ich krieg's aber jetzt diesmal bitte. Danke. Ich glaube, da ist gerade sein Feuer ausgegangen oder so, weil es voll funktioniert hat. Happy! Großes Viech! Was machst du jetzt, wenn du erhaubst? Außer existieren. Und herumkullern. Na, vielleicht ist er ein cooler Freund. Problem ist, zerstampft mich andauernd. Epp, epp. Oh, ich kriege es nochmal, weil es so schön war.
das, wenn der kullert. So muss das. Und jetzt haut drauf, Leute. Macht das fertig. Hui, da hält er Wasser aus. Holy Wolfie. Aber gleich bist du weg. Uiuiuiuiui. Riesenviech. Entweder der Banknote. Das ist wirklich sehr groß. Wir leben noch. Das muss gefeiert werden. Also wir haben sehr viel Schaschlik da oben liegen, wenn du essen willst, Prompto. Wie lautet der Plan? Frontalangriff. Yep. Der Plan lautet, hol den Ring raus. Das dürfte nicht lange dauern. Okay. Tut's auch nicht, lieber Claudio. Das dauert nicht sehr lange. Gehen wir. Ja. Sammler Münze. Ah, bin in der Raststätte. Nee, campen muss ich sagen, ich habe meinen Buff noch. Ein mächtiger Wächter. Also wenn der Name schon mächtig heißt, ne? Ein Wappen, das die göttliche Sechs darstellt. Reduziert Feuer, Eis und Blitz. Nochmal. Feuer, Eis, Blitz und Dunkelschaden um 30%. Kann man nehmen, muss man nicht. Was haben wir hier zu lesen? Um den Menschen von der Furcht zu befreien, muss die Bedrohung für immer ausgelöscht werden. Doch ich bin dem Biest nicht gewachsen und so bleibt uns nur, es in die Kanalisation zu verbannen, wo es sich in den Schatten suhlen kann. O König, der du die Schatten tilgen wirst, wisse, dass der Wall nicht unüberwindbar ist. Deine Aufgabe ist es, das Volk zu schützen. Doch auch die Kräfte eines Königs sind nicht grenzenlos. Um den Wall zu stärken, muss seine Größe verringert werden. Nur so lässt sie daraus halten, was nie hineingelangt darf. Ah. Die haben hier etwas verbannt anscheinend. Etwas Großes. Wenn sie sogar einen großen Wall haben. Und hey, Hund uns! Hallöchen! Ich habe euch schon vermisst. Nicht. So lange brauchen wir nicht. Das schaffen wir doch mit links. Aber nächstes sind die schnell weg. Die Hunde uns. Lustige Gegner. Sieht ein bisschen hundartig aus. Uiuiui, hier geht's auch tief runter. Lieber schnell tief runter, als wie ewig herumdruckst, wie beim letzten Dungeon. Ne. Ach du. Ach du Heidewitzka. Heidewitzka. Einmal Bonus Grauens. Viel Spaß! Ihn aufzuschnitzen! Juhu! Ja, das ist easy. Aber ohne Limit. Alter, der macht einen Lärm. Ohne Limit ist der böse. Blaudiamant-Armband. Amobol kann Zustände ohne Ende machen. Ist nicht so schön. Weiter Hund uns. Aber jetzt noch Mormorbol kommt, ne? Ihr wisst Bescheid. Schön aufpassen. Na, nicht kuscheln hier. Perfekt. Yep. Entweder Banknote eine weitere. Also diese Dungeon sollte nicht so lange dauern. No. Oder war es der andere, der so lange gedauert hat? Ich weiß es nicht mehr. Gucken wir mal. Ich werde schon herausfinden. Ein weiterer Geierkröte. Hallöchen. Diesmal kriegst du auch so eine rein. Oh, zwei sogar. Den zweiten habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Ups. Also wenn es zwei sind, das ändert die ganze Sache. Autsch. Die haben mich angeschleckt. Und dabei auch noch verwirrt. Aber ja. Nein, kein Exier. Noch nicht zumindest. Erstmal wieder aufstehen hier. Plopp. Nicht bei mir. Claudio. Hau rein. Blitz. Ach, die hat das ohne Wellen da raus. Überrascht? Ich nicht. Oh, 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 oh.
Das war schöner Schaden. Man muss das. Das war Nummer 1. Jetzt bist du dran. Oh, ja, pass schon auf. Klar, klar. Ah, hier geworfen. Na dann. Zack. Zacken, 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 zacken. Oh, das soll jetzt reichen. Ignis. Wuhu. Ich hätte das gerne noch schneller beendet. Na, passt schon. Da gibt's eine Phoenix-Feder. Und die Gelenkmünze. Die Gelenkmünze war das Item in der Mitte. Die Phoenix-Feder von Claudio, was er aufhebt nach den Kämpfen. Was ziemlich cool ist. Wer ist hier zu Hause? Mein Hund uns wieder. Claudio, wir haben schon drüber gesprochen, ja? Ein Herz für Tiere. Hep. Mega Trank. Weiter runter. Weiter runter. Oder runter. Ich sag mal runter. Kommt da das Fein mit dir? Ich glaub schon. Bei mir auch. Ihr werdet ordentlich rasiert mit den Brüten. Zacke, 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 zacke. Oh, exekutive. Na, zu spät. Zu spät gedrückt, egal. Einer ist weg, ist kaputt. Wo ist der nächste? Aufpassen, du könntest treffen. Yep. Ja, ich dachte schon, dass du uns angreifst. Zack, und let's go. Oh, es ist schön, wenn man so viel Schaden macht. Oh yeah. Dauert der Dungeon gleich um einiges kürzer. Und wie? Weiter geht's. Oh, wir sind ganz fett. Finalexier, ein weiteres. Irgendwann habe ich von denen auch 99. Wie lange dauert das eigentlich noch? Ach, das dauert noch. Das dauert noch. Etwas länger. Ah, Hundons. Hallöchen. Ihr seid mein Lieblingsgegner gerade. Warum? Ja, die sind so schnell weg. Sind eine schöne FP-Quelle. Oh, wenn ich einen Suplexier kriege. Wartet, 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 wartet. Ja, schön. Plopp. Und gleich aufheben. Dankeschön. So kann man sich auch heilen. Tief, tief, tief hinein. Tief, tief hinein. Dieser hier wie ein Mega-Schrein. Nein, nicht. Wir sind hier nicht in Zelda. Ein weiterer Mobus des Grauens. Ich kann ihn nicht töten, ne? Nope. Wäre auch zu einfach. Ich geb's zu. Dann, ohne Limit. Immer Ball des Grauens. Was soll schon am schlimmsten passieren? Boost, Boost. Also, dass wir alle Zustände gleichzeitig kriegen. Ja. Er hält zwar nicht so viel aus, aber wenn er angreift, wenn, wird es böse. Aber er kommt gerade nicht dazu, was gut ist. Oh yeah! Yep, yep. Das hat gepfeffert. Das hat gepfeffert und zwar derbe und ja, der Mobol, der ist extrem laut. Kommt er? Oh, und aus. Okay, ist akzeptiert, Prompto. Alles klar. Hallöchen. Los geht's. Lass mich ja durch. Neuer Kampf? Nein. Dann muss ich leider Ciao zu euch sagen. Tschüssi. Und du auch. So viele Pelzchen hier. Er gibt ein super Elixier, aber ich brauche gerade keine Heilung. Hm. Das ist selten. Hallöchen. Ein Mana. Nein, Manxom. Hallöchen. Ein kleiner Hausdrache.
Na, du bist ein bisschen groß, wenn ich das sagen darf. Wow, wow, wow. Ganz ruhig bleiben, ein Kleiner. Vor allem ein Kleiner, ne? Der ist nicht klein. Er ist sogar ziemlich groß. Du kannst mich nicht umbringen. Yay. Alle auf ihn. Komm mal rein. Wie der das knallhart aushält. Ignis? Ah, der kann gerade nicht. Aber der versteinert es. Na gut, das macht Sinn. Jetzt aber. Machen! Feuer! Und dahinter! Ah, der hält einiges aus. Aufschlitzern! Nicht mich! Na gut, er hat mich eher mehr umgeworfen, als ich aufgeschätzt. Happy up! Ah, dieser. Ah, okay, hat getroffen. Aber nicht so schlimm. Ich halte es ja aus. Was crazy ist. Ich nehme es nochmal so schön wahr. Yep. Teamling, let's go! Und tschüss, Mann! Yep. Und dann denkst du so, warte, was? Das war auf jeden Fall sehr viel Schaden. Der Teamling macht immer viel Schaden. Emma. Yeah. Heute zum Mittagessen ein Drache. Und ein Drache und das Vieh. Ja, das war's. Tschüss. Das hat umgehauen. Ah, der Dungeon war wirklich kürzer. Na gut, dann war der letzte Dungeon, der so extrem lange war. Ich freue mich schon. Nicht. Wir leben noch. Das muss gefeiert werden. Ja, wir werden das feiern, mein lieber Prompto. Erstmal das hier aufheben. Ein Gigasreif. Der war ziemlich gut, so war dem Jenner, oder? Ein gewaltiger Armreif, in den das Bildnis eines Giganten eingraviert ist. Wurde. Das LP-Maximum 1500. Oh, ist okay. Ist okay. Gut. Dann raus hier. Und dann gibt es nur noch einen Dungeon, den ich machen will. Okay. Wir haben ja schon alle Dungeons hinter uns, aber eine Türe, die ich machen will. Sagen wir es so. Und die Türe, die ist heftig. Ja, ich kann mich gut daran erinnern. Beim ersten Mal spielen, das war stressig, sagen wir es so. Und dreimal dürft ihr raten, wo der ist. Ich gebe euch einen Tipp. Es ist ein Dungeon, den wir nur in der Nacht erreichen können. Aufgabe: der Küstenmarktturm. Ja, da geht's hin. Da können wir nur in der Nacht rein. Zum Glück ist da nee in ein Zelt. Aber damit wisst, tageslang. Das ist der letzte Tür-Dungeon. Und dann gibt es hier noch ein paar extra Sachen. Zum Beispiel hier Verflossene Liebe. Das ist eine Side-Quest, die man hier oben kriegt von den Jägern. Hier oben im Norden, in dem Ort hier. Das werde ich machen noch. Dann werde ich den Jagdauftrag machen mit der riesen Schildkröte. Das wird auch dauern. Und dann gibt es nur noch eine Sache zu machen für mich. Okay, theoretisch könnte ich noch alles andere machen und 100% spielen, aber darauf habe ich keine Lust, leider. Bis nächstes Mal, Leute.